Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy VII. Mittlerweile sind wir auf CD2 angekommen, haben aber ein sehr, sehr trauriges Ende von CD1 erlebt. Denn leider mussten wir in der letzten Folge miterleben, wie Aerith gestorben ist. Eine sehr, sehr emotionale, herzzerreißende Szene. Wer den letzten Part geguckt hat, weiß, wie sehr mich das mitgenommen hat. Ich muss echt sagen, ich war danach total fix und fertig gewesen. Ich wusste, dass ich emotional reagieren würde, aber es hat mich irgendwie komplett eingeholt. Scheinbar in Form eines Traumas, so. Über die Jahre hinweg sind es natürlich mehrere Traumata geworden, aber es war wirklich extrem krass. Ich glaube, ich habe alle Gefühle der letzten Jahrzehnte irgendwie gechannelt und ja, ich fand es einfach total krass, hyper emotional und... Ich wollte auch noch mal kurz was zu der Sterbeszene sagen, die ich extrem krass finde, wie Sephiroth dort einfach runterkommt und sie umbringt, wie alle reagieren. Ich habe extra Tifa und Yuffie mit ins Team genommen, weil ich finde, dass sie die, ja, für mich emotionalsten Reaktionen hatten. Natürlich absoluter Fail, dass ich dort den Bosskampf nicht geschafft habe beim ersten Mal. Das war ein bisschen dumm, aber... Mich beeindruckt auch immer wieder die Szene, wie sie dann ins Wasser gelassen wird und im Endeffekt zur Erde zurückkehrt. Also finde ich auch cineastisch ganz toll, die Szene. Und kleiner Fun-Fact, das habe ich gesehen auf meiner Hülle von Final Fantasy VII vom Original, dass hinten sogar im Thumbnail sozusagen von dieser Szene zu sehen ist, wo man echt denken könnte, da haben sie schon fast ein bisschen gespoilert auf dem Backcover. Auf jeden Fall wollte ich auch noch was zu Clouds Rede sagen. Die fand ich am Ende doch nochmal sehr, sehr ermutigend und inspirierend, weil er jetzt einfach auch akzeptiert hat, dass auch mit ihm irgendwas nicht stimmt und er will sich an Sephiroth rächen und will Aerith rächen und will Sephiroth im Endeffekt auch zur Rede stellen und herausfinden, wer er ist. Ich stehe jetzt mal hier nicht die ganze Zeit rum, sondern... In welche Richtung ist der Kerl gegangen? Oh, geht gleich weiter mit Cloud. Uff. Das ist natürlich praktisch. Cloud hat eine neue Ability erworben. Er kann Silhouetten von Sephiroth sehen. Cloud, reiß dich zusammen. Sephiroth sagte, Richtung Norden, über die Schneefelder. Ja, ich werde mal die Zeit gleich nutzen, während ich hier quatsche. Nebenbei nochmal zum... Ach Quatsch, ich wollte nicht zum Speicherpunkt rennen, ich wollte eigentlich zum Gasthaus rennen, nochmal schlafen. Und dann wollte ich beim Speicherpunkt noch die Tifa oder Yuffie austauschen, einen von beiden. Ja, also wie gesagt, Clouds Rede fand ich einfach super, weil die nochmal gezeigt hat, in welche Richtung es jetzt weitergehen wird. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Keine Ahnung, dass ich Aerith sehr vermissen werde und dass ich selbst, als ich den letzten Part nochmal gehört habe, um den zu schneiden und zu gucken, ob ich irgendwas rausschneiden muss, husten oder was auch immer, war ich auch nochmal total emotional dabei. Also ich bin froh, dass diese Stelle jetzt einfach vorbei ist, aber bin nach wie vor irgendwie traurig, dass wir ohne Aerith weiter auskommen müssen. So, und weil ich ja versprochen hatte... dass ich den Cid mal mit reinnehme, werde ich das jetzt auch tun. Der wird bestimmt immer noch etwas überlevelt sein. Aber das ist ja erstmal wurscht. So, und da gucke ich mal. Die haben beide Diamantreife. Habe ich was? Ich gebe jetzt mal ihr das Magierarmband. Das hat ein bisschen mehr. Da kann sie nämlich alle Materia behalten. Kann ich das PHS überhaupt benutzen? Ja, sehr schön. Yuffie tauschen wir mit Cid, natürlich 33, und mit jemandem, der weit hinterherhinkt. Ach so. Ach, da kann ich Yuffie sogar drin lassen. Naja, dann lassen wir Yuffie noch eine Weile. Und dann kann Yuffie doch das Diamantarmband wieder nehmen. Und ich glaube, ich habe sogar noch eins übrig, dass der... Nee, doch nicht. Dann tausche ich nochmal fix den Cid mit der... Nein. Mit Tifa aus. Dann legt die das Diamantarmband ab. Diamantreif mit Magierarmband. Genau, jetzt wieder Cid zurück. So. Dann
können wir nämlich jetzt dem Sid das den Diamantreif geben. Genau. Und können brav tauschen. Ist Tifa mit Fernangriff? Ja, dann würde ich das mal mit Yuffie tauschen. Da kann die nämlich hinterrücken. Und Tifa gibt alles an Sid ab. Genau. So. Gut. Haben wir alles. Perfekt. Ja, haben jetzt ein bisschen wieder MP eingebüßt, aber macht ja nichts. Ja, dann wollte ich beim letzten Mal, hatte ich noch so im Hinterkopf so als Thema, was ich mal erzählen wollte. Da können wir eigentlich auf der gleichen nochmal speichern. Ich hatte in der letzten Folge ja ein bisschen erzählt über YouTube und was ich so mache und wie viel Zeit das alles so kostet. Und da wollte ich auf jeden Fall sagen, dass ich so ganz spannend finde, dass man bei YouTube sich eben so auch permanent oder generell im Social-Media-Bereich so permanent auch reflektieren sollte, für sich zu gucken, was passt einem nicht. Oder hatte ich das sogar schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Vielmehr wollte ich noch sagen, dass ich auch so perspektivisch überlege, an welchen Stellen ich Technik nochmal überprüfe, austausche, mich nochmal überprüfe, was Formate angeht und... Oh Gott, wo müssen wir jetzt lang? Hier? Ja, vielleicht? Ja, und habe mir da immer so, ja, so kleine Etappen irgendwie gesetzt, nach einem halben Jahr oder nach einem Vierteljahr, wo ich einfach so gucke, da überprüfe ich nochmal die Technik oder ob die Formate mir so passen. Okay. Ich wollte eigentlich zu der Kiste dort. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Oder? Ja. Nee, das wollte ich nämlich nicht. Oh. Ja, da kommen wegen noch ein paar Kämpfchen. Trainieren schadet ja nicht, wie wir im letzten Kampf gegen Genova gemerkt haben. Oh, süß. Trickspiel. Na dann. Hau mal Feuer. Können wir mal analysieren. Ja, und wie, ja, im Endeffekt, wie wichtig das ist, seine eigenen Bedürfnisse dort zu reflektieren, weil das passiert natürlich auch schnell, dass man sich von bestimmten Gegebenheiten abhängig macht, von Klickzahlen oder von durchschnittlicher Zuschauerdauer oder sowas. Und da ist das bei YouTube ja noch relativ übersichtlich im Vergleich zu anderen Geschichten wie Insta und TikTok. Und da, ja, wie gesagt, habe ich für mich so eine interne Liste, so ein bisschen, wo ich mich immer nochmal überprüfe. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich habe so am Anfang meines YouTube-Weges so ein bisschen, hat mich das unter Druck gesetzt, weil ich die beste Technik gleich haben wollte. Ich wollte auch alles gleich super perfekt machen und habe, ach so, und das ist natürlich dumm, wenn er da heilt. Und habe mich da auch an den ganz, ganz Großen irgendwie gemessen, die das auch schon viele, viele Jahre machen und habe da mir gar keinen so Entwicklungsspielraum zugestanden. Und das, ja, wie gesagt, ich finde, da muss man immer nochmal in sich gehen und gucken, was einem passt, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Zeigt man sich nicht. Und genau, da habe ich mir jetzt überlegt zum Halbjahr, dass ich nochmal überlege, ob ich vielleicht mein Mikro austausche. Ich habe das Gefühl, ich habe das letztes Mal schon erzählt, aber vielleicht doch nicht. So, wir hatten jetzt Heilung. Nee. Hä? Ort Cloud. Okay, jetzt bin ich total verwirrt. Kennen wir die schon? Ach ja, die kennen wir schon. Versuche ich mal mit normalen Angriffen zu machen. Dann dürften wir, glaube ich, auch zum ersten Mal sehen wir bei Chrono Cross, Sids Limit-Technik erleben. Ja, Sid tut ganz okay, austeilen. Für den hatte ich tatsächlich, glaube ich, nur zwei Waffen zur Verfügung.
So. Zeit. Okay, was hat er da jetzt? So, jetzt gehe ich wieder richtig. Ach stimmt, ich musste erst hier hoch und dann dort rein. Oh, das ist aber auch verwirrend. Aha. Und wie kam ich? Nein, oh mein Gott. So, nochmal. Da überlege ich jedes Mal, wie das war. Ah, genau so. Recht offensichtlich. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir gerade von Sid gesprochen. Doppelt. Ah, naja, aber das... Nee, da... Nee. M-m. Cool wär's gewesen. Aber ich hätte gern lieber den 5. Slot. Und dafür auch zusammenhängende. Mir ist übrigens auch aufgefallen, das wollte ich natürlich erst jetzt erzählen, dass... Hat jetzt Eis bei denen geheilt? Irgendwas hat er bei denen geheilt, dachte ich. Ne? Eis, genau. Super. Dass wenn man... Also als Aerith verschwunden ist, konnte man ja wieder... musste man ja jemand anders wählen, wenn man sie jetzt nicht... Das war zu kompliziert ausgedrückt. Man kann ja die Materie austauschen zwischen den Leuten. Und da tauchte sie schon nicht mehr auf. Was eigentlich schon ein Indiz dafür sein könnte, dass sie nicht mehr wiederkommen wird. Hätten sie auch so gestalten können, dass wenn sie wieder da ist, dass sie dort wieder auftaucht. Aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Braucht er nicht. Sid ist schon für todesurteilt. Ja, so kann man den Kampf natürlich auch beenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das Gebiet hier von der Stadt des alten Volkes insgesamt geht. So, jetzt Cloud, das darfst du wirklich hochspringen. Das ist total super für die Beinmuskulatur. Aber es reicht jetzt auch. Ich war das letzte Mal, ich glaube letzte Woche, als ich im Fitnessstudio war, war ich total... Nein, oh mein Gott, ich krieg's hier einfach nicht geschissen. Mache ich immer am Ende Laufband und mein Ziel ist immer so 10 Minuten auf dem Laufband laufen. Und mein Körper funktioniert ja so, der sieht, aha, 10 Minuten Laufband erreicht, schaltet da ab. Beben hat auf jeden Fall nicht geholfen. Machen wir mal Feuer und dann normaler Angriff und dann Sid kann man heilen. Ja, und denkt sich dann so, ach ja, also 10 Minuten haben wir geschafft, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr anstrengen. Und habe aber herausgefunden, dass ich beim Laufband auch einstellen kann, dass ich die Zeit nicht sehe, sondern nur wie lange ich gelaufen bin. Und habe einfach mal wirklich geguckt, dass ich so lange wie möglich laufe, wie mein Körper mitmacht. Und da habe ich tatsächlich irgendwie 17 Minuten auf dem Laufband geschafft. Da war ich ein bisschen überfordert. Hat mich auch ein bisschen gefreut. Ich habe ja Laufen früher in der Schule gehasst, wenn wir hier so 30 Minuten Lauf machen mussten oder um Teich rennen oder was auch immer. Das habe ich gehasst. Ne, den heben wir uns mal auf, den geölten Blitz. Da habe ich immer so abgekackt, habe ich immer ganz schnell Seitenstechen bekommen und habe immer eine 5 bekommen oder eine 6. Das war manchmal schon krass, was die in der Schule von uns verlangt haben. Okay. Dann liegt auf jeden Fall eine Materia. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Ach, sehr schön. Klaut die menschliche Spinne. Machen wir mal nach links. Obwohl nach rechts vielleicht sinnvoller gewesen wäre, erst wegen der Kiste. Oh, das geht jetzt nicht. Okay, dann machen wir erst mal Materia. Ja, also Sport hat mir tatsächlich nie Spaß gemacht, weil auch kein Lehrer, keine Lehrerin... Nee, gar nicht. Ich würde gern nach oben. Ja, danke. Weil niemand vom Lehrpersonal es geschafft hat, irgendwie Sport schön zu gestalten. Ein Blitzarmband. Kommt ein Blitzgegner irgendwann? Absorbiert Blitz. Merken wir uns mal. Vielleicht kann ich ja hier auch wieder runterklettern und dann nach links. Das wäre natürlich... Nein.
Da müssen wir nochmal kurz runter. Egal irgendwie, ob es Basketball war oder was weiß ich, Volleyball oder eine Hypnokrone oder irgendwelches Rennen. Ich fand das irgendwie immer total... Es hat mir nie Spaß gemacht. Eine Hypnokrone ist was anderes. Erhöht Erfolgsquote beim Manipulieren. Okay, das nutze ich so gut wie nie, deswegen. Also gar nicht. Mir hat da immer der Spaß irgendwie gefehlt. Es ging im Zweifelsfall immer nur um Wettbewerb, aber das auf die übelste Sorte. Und somit habe ich nie Spaß am Sport gefunden, was eigentlich echt schade ist, weil ich Sport für extrem wichtig halte. Ich bin jetzt kein Supersportler, aber ich versuche schon einmal die Woche Sport zu machen. Ist noch Luft nach oben, ich weiß. Aber gerade immer so Fußball hat mich immer extrem aufgeregt. Ich konnte es nun einfach... Oh, ich wollte eigentlich runter. Ich konnte es nun einfach mal nicht und ich hatte auch keine Lust für diesen Sport. Und es war aber immer nur so, wenn du es nicht kannst, bist du doof und ach... Und du musstest das immer spielen, es gab keine Ausweichmöglichkeiten und ach, das war irgendwie einfach nur belastend. Und ich denke, Zauber Plus, das wäre nicht schlecht. Ach ja, MP-Absorption, sowas nutze ich ja wieder mal nicht. Ja, geht Juffi jetzt. Ja, wenn ich jetzt nochmal aktiv Sport machen würde, glaube ich nicht, dass ich bei einigen Dingen besser wäre, aber ich glaube... Ich hätte einfach mehr Spaß dabei und ich weiß es nicht, wie es heutzutage ist, wie das, ob das von der Schulform abhängig ist, von den Lehrern, von wem auch immer. Aber ich wünsche mir einfach für die Kiddies, dass Sport einfach mehr spaßig gemacht wird und es nicht nur um Leistung geht. Hauptsache es gibt eine Note. Das war ja immer so dieses und ich fand das teilweise auch so unfair, wie auch manchmal kein Unterschied gemacht wurde zwischen großen und kleinen Leuten. Wir hatten immer einen in der Klasse, der war gefühlt 8 Meter groß. Ja, wenn der die Kletterstange hochklettern musste, da brauchte der nur einmal fassen, da war der da. Und wir hatten auch eine sehr, sehr kleine Person, die war dort extrem im Nachteil, also süß. Ja, also das fand ich immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich durften wir damals in der 12. Klasse, Quatsch, in der 11. und 12. Klasse durften wir Sportkurse wählen. Beziehungsweise so Sportkombinationen. Und das waren dann bei mir Basketball, Geräteturnen, Tennis, wie auch immer ich auf die Idee gekommen bin. Und irgendwas war es noch, weiß nicht mal was. Und da konnte ich Fußball endlich loswerden, da war Sport schon extrem entspannter. Aber dummerweise hatte ich den Sportlehrer abbekommen, den ich am wenigsten mochte und das war so ein kleines Arschloch. Ich glaube, der hat generell Menschen gehasst und Kinder ganz besonders. Und Kinder, die nicht so sportlich waren, fand er besonders cool. Oh, was der uns gepiesackt hat und so bloßgestellt hat, widerlich. Also, da hat man mal gemerkt, es hatte null mit Pädagogik zu tun. Und ich glaube auch deswegen bin ich da. Ah, ist der schönste Mal draußen. Der Eiszapfenregion. Es wird kalt, zieht euch warm an. Ist so meine Pädagogik. Ich bin jetzt zwar kein Lehrer, sondern Sozialarbeiter. Ist da einfach komplett anders. Weil ich finde, mit Angst und Schrecken und Druck schafft man einfach nichts. Das tut immer nur Gegendruck erzeugen, beziehungsweise Ängste schüren. Und das macht keinen Sinn. Süß, ein Hoppehäschen, ein Springhase. Hallo, vergifte dich mal. Analysiere dich auch mal. Und dann töte ich dich. Ich glaube, Eis wird hier wahrscheinlich im Schneefelden hier nicht so viel nützen. 999, so wenn man es umdreht, bekommt man 666. Uah. Hoppala, das war mein Wasserglas. Ich denke ja dran, mir Wasser hinzustellen, ne, wegen Stimmung und so. Ich glaube, den Claudi sollten wir jetzt mal ein bisschen heilen. So, ich war mir nämlich gar nicht sicher, ob ich heute überhaupt aufnehme, weil wir von Sonntag bis heute Nachmittag in Berlin waren, eine Freundin besuchen. Ursprünglich wollten wir zu einem Konzert von einer australischen Künstlerin namens Delta Goodrem. Das musste leider verschoben werden, weil die gute Dame ihre Stimme Bandersnatch, das ist auch ein bekanntes Wesen,
kann man wieder mal was... Ah, vielleicht ist Kyata jetzt nochmal ganz gut hier. Oder Nikuyata. Weil das hat ja, glaube ich, Feuerangriff. Ja, und da haben wir gesagt, natürlich fahren wir trotzdem. Es war ja auch alles gebucht und unsere Freundin besuchen wir immer, egal ob ein Konzert ist oder nicht. Und ja, da sind wir Sonntag mit dem Flixbus losgefahren. Das machen wir im Endeffekt immer, wenn wir nach Berlin oder so reisen. Hat auch wieder alles super geklappt, außer dass vor uns jemand saß, der die ganze Zeit Bier getrunken hat, das Bier auch noch verschüttet hat. Ach, war das herrlich. Und ja, da haben wir dort eben 2 Tage verbracht und waren Montag im Tierpark gewesen. Das Wetter war okay, es war bis späten Nachmittag trocken, dann ist es noch, hat es noch angefangen zu regnen, aber da waren wir sowieso nicht mehr groß draußen. Und das war total schön gewesen, weil es war einfach mal niemand dort. Das war faszinierend. Und der ist einfach echt cool gemacht, was wirklich einfach eine coole Mischung aus Zoo und Tierpark ist, oder, also Park ist. Und was ich auch sehr, sehr faszinierend dort fand, ist, dass einfach das einen sehr großen Bildungsauftrag hat. Also ich fand eben vor allem, dass... Können wir Eis bei denen machen? Oder sind die gegen Eis immun? Das könnte durchaus sein. Das testen wir mal. Gerade im Regenwaldhaus, das fand ich extrem lehrreich. Ich glaube, da waren wir auch über 2 Stunden drin. Das war sehr witzig, weil in dem tropischen Mittelteil hatte ich danach eine sehr interessante Frisur, alles voller Locken. Aber wirklich cool. Aber wir haben gar nicht alles geschafft. Wir waren, glaube ich, 7-8 Stunden dort gewesen, inklusive mal noch Mittagspause. Das war schon krass. Kann man echt einen ganzen Tag verbringen. Ach ja, und das Coole war, es gab auch noch eine Dino-Ausstellung. Das hat natürlich extrem gefetzt. Ein halbes Jahr oder so ist die dort. Waren so, ich glaube, in Originalgröße und haben sich auch bewegt. Und das sah auch ganz cool aus. Ich hau die mal so weg. Ja, und ansonsten haben wir dann noch ein bisschen abgegammelt. Zeit mit Freunden verbracht und dann sind wir heute wieder zurück, noch 1 Stunde im Stau gestanden und dann waren wir, glaube ich, 5 hier wieder zu Hause. Und dann noch 3 Tage arbeiten, kurze Woche. Das ist auch okay. Und dann habe ich so gedacht, doch, Let's Play unbedingt, so eine Lust. Nachdem ich mein erneutes Aerith-Tod-Trauma überwunden habe, kann ich hier wieder weiterspielen. So, dann kommen wir ins Skigebiet, ha? Ach, die Musik ist ja süß. Mal lesen. Hallo? Hallo? Kann ich nicht lesen? Guck mal, wie das Städtchen heißt. Gasthof zum Eiszapfen. Okay. Dann. Na? Opa, wach auf! Wir haben einen Kunden! Schmatzmpf. Oh, willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum kostet das alles so viel? Wir beenden da. Ach du Scheiße, das krieg ich doch nie hin. Na, das schreibe ich mir doch gleich mal auf die Liste, was ich vielleicht bis zum nächsten Part mal gucke, wie ich ihr Geld zusammenscheffel. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Okay. Kann ich wieder was drücken? Ja, Video abspielen. Der Beginn. Ah, das ist hier Aeriths Mom. Ifalna, Ifalfna oder sowas. Geiler Bart. Sieht aus wie der hier Freddie Mercury. Kamera bereit. Nun, Ifalna, erzähl uns von den Cetra. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren, die Cetra, die Schreie des Planeten.
Die Zetra am Nose Bowl fanden die Planetenwunde als erste. Sag, Ifalna, wo liegt Nose Bowl? Was ist denn das von... Okay, klingt komisch. Die Gegend hier nannte man Nose Bowl. Die Zetra lasen dann den Planeten. Wie im Buch? Ifalna, was ist überhaupt Planetenlesen? Ja, danke. Das ist schwer zu erklären. So eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Wer ist er? Ach, der Planet. Tausende Zetra wollten gemeinsam den Planeten heilen. Aber die Wunde war so tief, dass er sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Ja, das ist mit unserer Erde genauso. Hat das alte Volk, ich meine die Zetra, spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Zetra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Zetra Nosebow verlässt, aber... Ifalna, lass uns eine Pause machen. Es geht schon, gerade als die Zetra das geliebte Land verlassen wollten. Dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam er? Der den Planeten Verletzte hatte, auch Krise des Himmels genannt. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Zetra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Zetra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Hä, wer ist denn er? Du siehst müde aus. Schluss für heute. Da kam er. Jetzt bin ich überfordert. Okay. Dann die Weapon. Auch die Waffe genannt. Ifalna, weißt du was über die sogenannte Weapon? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Zetra hielst, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst schuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Weapons eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Zetra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapons, doch sie wurden nicht eingesetzt. Das bedeutet, Weapon gibt's auf dem Planeten nicht mehr? Die Weapons sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo. Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen, irgendwann. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt, er behält sie im Auge. Wo ist Weapon? Weapon. Geil. Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Oh Gott, weint sie jetzt? Meint er auch? Was ist los? Danke, Ifalna. Das genügt für heute. Voll schön, dass man mit Aeriths Mutter noch ein bisschen Zeit verbringen kann, auch wenn, ja, wenn es schon viele Jahre her ist und Ifalna auch nicht mehr unter uns weilt. Cloud, kannst du bitte? Danke. Und jetzt noch vertraulich. Okay, nochmal zwei Videos. Tochter, 10 Jahre alt. Professor, Schatz. Ich will es aufzeichnen, aber der Rekorder funktioniert nicht richtig. Was nimmst du denn auf? Habe ich irgendetwas noch nicht erzählt? Nein, nicht das. Ich möchte meine Tochter aufnehmen. Deine Tochter, mhm.
Wenn sie schläft, sieht sie wie ein Engel aus. Okay. Erst denken wir uns einen Namen aus. Das Video kommt später. Ich habe schon entschieden. Ist es ein Mädchen? Heißt es Aerith? 100 Pro heißt es, heißt sie Aerith. 100 Pro. Du bist so ein Ego. Aber Aerith ist doch ein schöner Name. Hehe, ein schöner Name. Nicht schlecht für einen Schusselkopf. Okay, es kann sein, dass ich jetzt die Stimme durcheinander gehauen habe. Okay, oh, der Videofilm. Also ist Professor... sein Name steht da? Nicht, dass ich jetzt was spoilere, weil ich weiß nämlich, wie er heißt. Ich guck nochmal. Schon wieder Video? Hast du doch schon. Bitte sag das nicht so. Es ist unsere liebe Tochter, deine und meine. Willst du ihre Kindheit nicht auf Video festhalten? Wenn du sie weiter verwöhnst, wird sie nicht stark. Aerith ist anders als die anderen Kinder. Welche Gefahren wohl auf sie warten? Sag das nie wieder. Ich werde dich und Aerith beschützen, komme was wolle. Aerith und du seid das Wichtigste für mich. Ich werde euch nie verlassen. Liebling, jetzt geht's mir schon besser. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich... Da muss ja irgendwas passiert sein, was wahrscheinlich jetzt passieren wird, weswegen dann Ifalna und Aerith bei Shinra gelandet sind. Wer könnte das schon? Ich war gerade dabei. Verflixt! Hä? Wer stört uns zu dieser Stunde? Ich schick sie weg. Ja, sofort. Seltsam. Sie sind... Oh, das klingt nicht gut. Hehehe, ich hab dich gesucht, Ifalna. Achso, oh, unser Freund. Oh Gott, wie habe ich den vertun? Hehehe, ich hab dich gesucht, Ifalna. Oder sollte ich Cetra sagen? Lang nicht gesehen, Professor Gast. Genau, Professor Gast ist das. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Aeriths Vater ist. Hojo, woher wusstest du? Es war schwer, sie zu finden. 2 Jahre habe ich auf das Versuchsobjekt gewartet. Hihihihi. Da hat Hojo noch kurze Haare. Ein neues Versuchsobjekt? Meinst du Aerith? Hm? Aerith? Ein hübscher Name. Hihihi. Das war's. Ich trenne mich von Shinra. Hojo, bitte geh. Bitte, Aerith hat nichts damit zu tun. Ihr wollt doch nur mich. Ifalna. Ich brauche euch alle für mein Experiment. Das kapieren Sie, Prof, oder? Wir können die Zukunft des Planeten ändern. Schon gut, Ifalna. Ich bereinige das. Ich bereinige das, okay. Immer ruhig, dass bloß meinem Versuchsobjekt nichts passiert. Hm? Was für eine komische Kamera. Wache, zerstör sie. Sei vorsichtig. Hihihihi. Was tun Sie, Professor? Ifalna. Ach, das sagt der Professorgast. Ifalna, bring Aerith schnell weg. Ach. Und sind die dann geflohen? Ja, vergesst das Kind nicht. Ein Video? Das alte Volk? Weapon? Hehehe, eine Fundgrube. Danke, Professor. Hehehe. Ja, ich glaube, so hat Professor Gast sein Ende gefunden. Dann werden die Aerith und Ifalna mitgenommen haben und dann müssen die irgendwann von Shinra geflohen sein. Meine Güte. Kann man hier noch... Ja, kann man runter. Ach, da liegt sogar noch was. Turboether, sehr schön. Kann man irgendwas lesen? Tagebuch oder sowas? Aber schade, dass man die kleine Aerith nicht gesehen hat. Okay. Gibt's nichts mehr. Das war doch jetzt sehr informativ und aufschlussreich. So. Hallo Hundi, ist dir nicht kalt? So, gehen wir mal in die anderen Läden rein und fangen wieder mit Heulen an, weil alles so teuer ist. Bitte keine tollen Materia.
Mein Junge verletzte sich gleich, als wir hierher zogen. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen. Ja. Gehört aber zum Risiko dazu. Schluchzjammer. Ich nehme jetzt ein Snowboard mit. Gib's mir. Nein. Kann ich nicht. So, ihr Kiddies. Nächstes Mal wird er noch größer. Das glaube ich euch. Er ist fast fertig. Ach da. Was ist das denn? Schau dir die Karte an. Ja. Schick. Gehen wir erstmal. Ich habe gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des großen Gletschers. Das ist aber schön. So, ein Heldentrank und ein Impfstoff. Oh, da ist eine Omi, mit der quatschen wir mal noch. Omi. Na? Mein Mann zog vor 20 Jahren los und ist noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße des Gers Klippen sein. Die sind auf der Karte markiert. Okay, ich glaube, dein Mann wird nicht mehr leben, wenn der 20 Jahre weg ist. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. Okay. Bin ich ja froh, dass ich sie vorher nicht schon mitgenommen habe, sonst hätte es bestimmt Mecker gegeben. Einmal mitnehmen bitte. Dankeschön, Dankeschön. Schlüsselobjekt Gletscherkarte. Sehr schön. So, dann haben wir noch einen Spot offen, das Inn. Da können wir gleich mal pennen. Ist gut. Den beiden scheint ja sehr warm zu sein. Hast du von dem buckligen Hügel in der Stadt gehört? Aber man sagte mir, der Aufstieg ist verboten. Na toll, so eine weite Reise und dann das. Wir sind von der Costa del Sol extra hier zum Snowboarden. Jetzt reisen wir wieder ab. Okay, kann ich mit dem da hinten noch quatschen? Nee, da komme ich nicht vorbei. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gil bitte. Möchten Sie übernachten? Ja. Gute Nacht. Ich liebe ja auch die Schlafjingles in diversen Rollenspielen. Mal gucken, ob ich mit dem quatschen kann, wenn ich von hier rede. Nee, das sagt. Kommt das Gleiche. Puh, was ist das? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Dann gehe ich da mal nicht zu nah ran. Wo komme ich denn jetzt hin? Oh, das ist wieder das schöne Lied. Ich habe gehört, beim großen Gletscher gibt es eine Schneefrau, die warme Quellen hasst. Aber ich glaube, das ist nur ein Märchen, um Besucher abzuschrecken. Wer hasst denn warme Quellen? Willkommen, du siehst aus, als wärst du stark. Wenn du willst, höre ich dir ein wenig zu. Mir? Okay, na dann los. Ist das Johnny? Nee. Wollt ihr in den Norden ziehen? Hab ich vor. Naja, wenn du an dieser Stadt vorbei willst, brauchst du eine Karte. Vielleicht ist noch eine in Holzhoffs Haus. Er war früher Bergsteiger. Mir gehen seine Märchen auf die Nerven. Jetzt, meinst du jetzt Cloud? Langweilig dich? Weiß ich nicht. Okay. Komische Konversation hier. Er wird sich wahrscheinlich verlaufen und erfrieren. Egal, wie gut er ausgerüstet ist. Da draußen in der Eiseskälte gebe ich ihm höchstens 2 Tage. Und was sagt der andere Johnny-Verschnitt? Jemand soll zum großen Gletscher im Norden aufgebrochen sein. Was für ein Idiot. Will er etwa zur heißen Quelle?
Ach, bestimmt Sephiroth, ja? Weißt du, was eine Cetra ist? Und was war mit... Achso, das sagen jetzt andere. Und was war mit der Cetra? Ach, das gleiche wie mit dem alten Volk. Ja, in dieser Stadt lebte vor vielen Jahren eine. Sie hieß Ifalna und wusste über vieles Bescheid. Was meinst du da? Ich hörte, sie wurde von den Shinra entführt und irgendwo hingebracht. Shinra und das alte Volk. Stimmt was nicht. Oh ja, da stimmt wirklich was nicht. Das kann ich euch definitiv bescheinigen. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben zu den Schlafgemächern. Ja, eine Karte haben wir jetzt schon. Und ein X-Trank. Und es ist die Frage, ob das jetzt reicht, um den Gletscher, also zum Gletscher zu kommen. So, als letztes müssen wir mit Dam noch sprechen. Nein, nicht. Ab da wird es gleich ganz steil. Es ist gefährlich. Bitte geh nicht. Ich gehe trotzdem. Ich wollte nur nett sein. Was sind das für Leute da? Sieht nach Ärger aus. Wer kommt denn da? Ah. Elena. Da sind sie, schnell. Ja. Okay, Elena ist alleine unterwegs. Cloud, oh, Schnauf. Ich lass dich nicht weitergehen. Ich glaube, das kümmert Cloud sowas von gar nicht. Und was gibt's dort? Es ist ein Geheimnis. Ist doch egal. Du hast ganz schön Nerven, meinen Boss so aufzumischen. Du meinst den Boss Zeng? Das waren wir nicht. Das war Sephiroth. Nein, mich kannst du nicht verarschen, Lügner. Glaubst du uns eben nicht? Nicht gelogen, das war Sephiroth. Du Cloud, das macht überhaupt keinen Sinn, mit der zu diskutieren. Tu bloß nicht so unschuldig, das werde ich nie vergessen. Okay, bist jetzt fertig? Oh Mann, genau, Cloud, du sagst es. Zu reden hilft wohl nicht. Ich muss es dir einprügeln. Nur du und ich. Schon gut, ich werde mit ihm fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was, ja? Elena, Elena, geil. Ich dachte, wir müssen jetzt campen. Tschüss. Viel Spaß. Was war? Die waren arg schwächlich für Shinra. Ja, so, der hat uns jetzt nicht gehen lassen. Weil, warum? Ja, warum? Dieses Dorf steht unter Kriegsrecht. Tu, was man dir sagt. Tritt ihnen in den Arsch. Genau. Hör auf, das sind Kinder. Eigentlich ist es geheim, aber oben im Norden soll mächtig was los sein. Der Präsident kommt auch. Könntest du dich also etwas unauffälliger benehmen? Oh, sag es nicht. Reg dich nicht so auf. Das ist nur mein Job. Oh, sag es nicht. Ich komme nicht mehr raus. Nein. Hier gab's doch keinen Speicherpunkt. So, gib mir dein Snowboard. Du Kind ohne Gesicht. Oh mein Gott. Ich habe mich am Snowboard verletzt und nun kann ich eine Weile nicht raus. Hey, ich geb dir mein Board. Und ich geb dir mein Wort, dass du es zurückbekommst. Nein, ich brauche jetzt einen Speicherpunkt. Ich kann nur einen Part aufnehmen. Wie scheiße. Oh nee, ist das doof. Kannst du mir da mal quatschen? Schlittenfahrt macht Spaß. Na wunderbar. Lass uns bitte raus, lass uns bitte raus. Oh. Nee, kommt ihr wirklich nicht? Nein. Das war aus Versehen. Ja, cool. Hat jemand von euch einen Speicherpunkt gesehen? Dann
müssen wir scheinbar noch etwas weiterspielen. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Dann ist das so. Dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt hier. Und starte dann gleich noch einen nächsten. Der wird vielleicht etwas kürzer, mal gucken. Dann, ja, ihr könnt gespannt sein, wie es beim nächsten Mal weitergeht, wie wir diesen Gletscher erklimmen, was wir mit diesem erklimmen, so heißt es richtig. Ach, vor allem, ich kann ja die Waffen gar nicht kaufen. Ah, das nervt mich. Ich habe gar nicht so viel Geld. Naja, das überlege ich mir bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis bald bei Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, Other Side. Macht's gut.